Hallo, ich möchte gerne einen Spendenaufruf für Hessen Lang machen. Für morgen, den 8.3. Ich rufe dazu auf, zu einer Sachspende für Syrien und für die Türkei. Wir sammeln, also wir sind insgesamt, also wir sind, es fängt morgen an, also am 8.3. Wir fangen um 10:30 Uhr an und sind bis 19 Uhr im Treff 3. Weiteres sage ich dazu. Der Treff 3 hat bestimmte Uhrzeiten, werde ich euch auch noch sagen. Und wir haben auch Wochenende. Wochenende heißt, haben wir zu. Genau. Wir suchen oder wir sammeln an Spenden oder erstmal zum Treff 3. Der Treff 3 ist in Belzborn, also am Belzborn 3. Erst also Parterre und die Klingel steht dran. Das steht an der Klingel Treff 3 dran. Genau. Wir sammeln insgesamt. Also Zelte brauchen wir dringend. Hygieneartikel allerlei, das heißt Frauen und dann eben auch Sachen, so was man als Hygieneartikel bezeichnet, brauchen wir dringend, sehr, sehr, sehr dringend. Gehhilfen, das heißt Krücken. Wer Krücken hat, also Gehhilfen hat, das wäre richtig super. Wir brauchen das sehr, sehr dringend. Denn die Leute in der Türkei oder in Syrien brauchen das, die brauchen unsere Hilfe. Rollstühle, faltbar. Wenn ihr Leute kennt, die Rollstühle haben und faltbar sind, die sind sowieso meistens faltbar, aber wenn ihr Leute kennt, die Rollstühle haben und die nicht mehr brauchen, da würden wir uns sehr darüber freuen, dass ihr uns die vorbeibringt. Schlafsäcke, auch sehr wichtig. Schlafsäcke sind sehr, sehr, sehr wichtig. Isomatten, jetzt was dazu. Matratzen, die müssen eingerollt sein und eingeschweißt. Also die Matratzen müssen eingerollt sein und eingeschweißt. Taschenlampen würden richtig gut gebraucht. Die brauchen sehr, also die haben ja nichts, nichts, rein gar nichts. Thermoflaschen wären super. Mobile Heizgeräte, Elektroheizung, Solar, Powerbank, Ladegeräte. Die werden sehr dringend gebraucht. Wenn man kein Ladegerät hat und keine Powerbank hat, kann man sein Handy nicht aufladen. Zahnbürsten, Zahnpasta. Die könnt ihr überall kaufen, das ist kein Problem. Die kriegt ihr überall, die sind auch günstig. Babynahrung. Also am besten aber so Nahrung, die nicht so schnell schlecht wird. Und trockene Lebensmittel, das heißt Linsen, so alles, was trocken ist, ja, was nicht so schnell schlecht wird. Und das bitte alles in Kartons packen. Und die bitte geöffnet lassen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, damit wir reingucken können. So, jetzt sage ich noch mal zu den Treff. Wir sind in Langhessen. In 63, jetzt habe ich die Dings. Also in Langhessen, ich schreibe die Postleitzahl noch mal auf. Und am Belzborn 3. Ich verlinke euch das alles nochmal in die Infobox. Bitte helft, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich habe jetzt, und das ist meine Spendenaktion, die ich jetzt ins Leben rufe und die ab morgen beginnt. Denn jeder braucht unsere Hilfe. Überhaupt so in Syrien sowieso. Die brauchen sehr dringend unsere Hilfe und da kann man nicht Nein sagen. Jeder, der hier in Hessen wohnt, es ist egal, ob vielleicht habt ihr ein Auto,
kommt, könnt ihr herkommen und eben uns das vorbeibringen. Oder ihr wohnt hier in Langen oder vielleicht in Darmstadt, also Südhessen und Nordhessen, also was nicht so weit entfernt ist. Kommt, wir haben bis außer Wochenende nicht offen. Und nur, und wie ich gesagt habe, wir fangen morgen von 10.30 Uhr bis 19 Uhr haben wir offen. Ja? Und ich gebe euch nicht, also ich schreibe noch meine E-Mail-Adresse dazu. Ihr könnt mich gerne kontaktieren unter meine E-Mail-Adresse, wenn ihr weitere Fragen habt. Ich werde alles, was ich jetzt gesagt habe, nochmal in die Infobox verlinken. Es wäre super, wenn wir richtig viele Spenden, Sachspenden bekommen für die Erdbebenopfer. Bitte helft, denn jeder braucht eure Hilfe. Sie brauchen unsere Hilfe. Sie sind auf uns jetzt angewiesen. Sie brauchen wirklich unsere Hilfe. Bitte helft. Ich würde mich so freuen, wenn wir richtig viele Spenden, Sachspenden zusammenbekommen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, viele sehen dieses Video. Und wenn ihr das könnt, teilt das Video. Teilt es überall, wo ihr könnt. Denn ich werde richtig viel. Und inshallah wird das klappen. Ich habe das alles geschafft in 4 Wochen. In einer Woche habe ich einen Raum gefunden. In einer Woche, wo ich niemals dran gedacht habe. Ich habe immer dran geglaubt, dass ich das schaffe. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich möchte das jetzt machen und wir brauchen eure Hilfe. Ich werde das alles nochmal in der Infobox verlinken. Und jede Sachspende hilft. Jede, aber bitte alles neuwertig, wollte ich noch dazu sagen. Also nichts Gebrauchtes. Also jetzt hier nicht. Also es kann schon, aber es muss noch ein bisschen, es muss noch neu aussehen. Also nicht, dass es jetzt total hier, dass man den Keller, das gibt es ja auch, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das muss schon, das muss durch den Zoll kommen. Und keine Hackenschuhe. Also nur Winterkleidung. Das ist wichtig, Winterkleidung. Die brauchen Winterkleidung, keine Hackenschuhe. Oder irgendwie, also oder kurze Röcke, sowas brauchen wir nicht. Was braucht man nicht in der Türkei oder auch nicht in Syrien? Wir brauchen richtig viel, richtig gute Sachspenden, wo die sagen, oh, das ist ja eine tolle Aktion und das ist ja, die haben ja richtig gute Sachen gespendet. Bitte, bitte denkt daran, es könnte auch uns so ergehen. Und dann würden wir auch Hilfe annehmen. Und wir möchten auch nicht so eine getragenen Sachen, die überhaupt nicht mehr getragen werden können, anziehen. Ihr versteht, was ich meine. Teilt dieses Video. Es wäre schön, wenn ihr vorbeikommt. Schreibt mir eine E-Mail. Ich bin für euch da und ich möchte gerne, dass wir sehr viele Sachspenden. Und nur mit eurer Hilfe. Ich habe hier schon Flyer ausgelegt, also bei uns an den ganzen Türen und so. Und inshallah, wir schaffen das. Und ich schaffe das und ich bin guter Dinge. Und sie brauchen unsere Hilfe. Okay, das soll es gewesen sein. Es war nur ein kurzes Video, weil ich das einfach nur erzählen und sagen wollte. Denn bis zum nächsten Mal. Salam alaikum. Bye bye. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wie gesagt, kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe wohnt. Helft uns und bringt Sachspenden vorbei. Salam alaikum. Bye bye.